Leute, das Jahr 2019 schreitet mit großen Schritten voran, also wird es allerhöchste Zeit, euch über die Neuigkeiten in und um Lübbenau auf dem Laufenden zu halten. Und apropos halten, der Frühling hat Einzug gehalten. Ja, und das war eine super Gelegenheit zu einem ganz besonderen Frühjahrsputz aufzurufen. Ich stehe hier gerade nämlich an einem Hotspot, wo das Ganze hauptsächlich stattgefunden hat. Aber das zeige ich euch. Gemeinsam haben wir die Gehölze ausgelichtet, Wildwuchs beseitigt, die Kiesfläche erneuert und die Pflanzenflächen abgemulcht. Danke an alle fleißigen Helfer, ihr wart klasse. Ein besonderes Augenmerk möchte ich heute in diesem Blog auf unsere Bauvorhaben und Modernisierungen legen. Hier in der Alexander-von-Humboldt-Straße wird gerade ein Aufzug eingebaut. Wir sind nämlich mit dem Aufzug-Einbau kontinuierlich am Voranschreiten, um eine bessere Wohnqualität für Jung und Alt zu schaffen. Ja, schaut euch das doch mal an. Vor einiger Zeit haben wir euch über unser Vorhaben zum Einbau einer Photovoltaikanlage hier im Lindenviertel informiert. Die Arbeiten sind gerade im vollen Gange. Genauer gesagt hier in der Mozartstraße wird das erste umgesetzt. Ja, und wir waren für euch auf dem Dach und haben uns das Ganze mal angeschaut. Ziel des Ganzen ist es in erster Linie die Senkung der allgemeinen Betriebskosten für unsere Bewohner. Zum Beispiel im Bereich Hauslicht und Kellerlicht. Zusätzlich kann auch jeder Bewohner selbst darüber entscheiden, ob er den Strom vom Dach privat nutzen möchte. Und wie es weitergeht, das erfahrt ihr hier. Hier in der Richard-Wagner-Straße 56 bis 59 und in der Werner-Seelenbinder-Straße 14 bis 16 haben wir ein ganz besonderes Bauvorhaben vor, nämlich Komfortwohnen für Jung und Alt. Dafür werden beide Häuser umgebaut. Wir haben ganz ausführlich darüber berichtet im letzten GWG-Magazin. Ich will nur so viel sagen, es wird richtig toll. Und wenn auch ihr so eine wunderschöne Wohnung haben wollt, sprecht uns an und wartet nicht zu lange, denn dann können wir eure Wünsche individuell anpassen. In der Dr. Albert Schweitzer Straße 1 bis 8 werden dieses Jahr die Strangsanierungen fortgeführt. Ja, warum das notwendig ist, was das für die Bewohner bedeutet und was das überhaupt ist, das fragen wir jemanden, der sich damit auskennt, unseren technischen Koordinator Herr Langer. Die Strangsanierung, was ist denn das und warum ist die nötig? Ja, guten Tag erstmal, und wir haben unsere letzte Strangsanierung vor genau 25 Jahren durchgeführt. Das heißt für uns, dass Materialien in der Standzeit auch verbraucht sind und dass halt turnusmäßig hier was gemacht werden muss. Gibt es während dieser Maßnahme Einschränkungen für die Bewohner? Ja, die gibt es durchaus. Wir werden im Laufe des Tages das Wasser ab und zu abstellen müssen. Zum Feierabend ist dann aber auch wieder, also sind alle Medien wieder vorhanden, wir können die Toilette benutzen und wir haben auch Wasserversorgung. Und wie lange wird das Ganze voraussichtlich dauern? Die gesamte Baumaßnahme zieht sich circa über 5 Monate. Der einzelne Mieter oder der einzelne Bewohner wird eine Woche das Problem haben. Aber wir werden natürlich zusehen, dass wir die Belastung der Mieter so gering wie möglich halten. Ja, und wird es noch weitere Strangsanierungen in anderen Wohnhäusern geben? Definitiv. Wir haben eine systemische Betrachtung aller Wohnhäuser durchgeführt und werden weiterhin auch Wohnhäuser im Strang sanieren, das heißt auch die Kellerleitungen sanieren. Im Einzelnen werden die Mieter im Vorfeld darüber noch genau informiert. In diesem Jahr sind wir aber nur in der Schweizer 1 bis 8 tätig. Okay, also ist weiteres in Planung. Vielen Dank, Herr Langer, dafür. Ja, gerne. So, ihr Lieben, ihr seht, es geht stetig voran. Und damit sich unsere Mitglieder in der Genossenschaft und in ihren Wohnungen wohlfühlen, investieren wir jedes Jahr in Modernisierung und Instandhaltung in den Bestand. Dabei gehen wir stets mit der Zeit, so zum Beispiel mit unserem Infoterminal hier bei uns in der Geschäftsstelle. Aber das zeige ich euch am besten. Ja, und hier sind wir an der Infotafel. Die könnt ihr ganz ohne zu berühren bedienen. Einfach mit dem Finger. Ihr bleibt ein bisschen weiter weg von der Scheibe stehen. Und ja, ich gehe jetzt mal auf Wohnen bei der GWG. Ja, und da könnt ihr die Wohnungstypen anklicken. Ganz einfach. Ja, und euch einen Überblick verschaffen. Mit Grundriss und mit allem drum und dran. Und dann könnt ihr euch informieren, auch wenn wir mal nicht für euch da sein können.
Mensch, das war ja heute schon wieder eine ganze Menge. Oh, ich finde, da habe ich mir mal eine Massage verdient und da habe ich einen super heißen Tipp mitten hier in Lübbenau für euch. Hier hat nämlich mitten im Herzen von Lübbenau vor kurzem eine kleine Wellness-Oase eröffnet. Im Water Spa könnt ihr es euch so richtig gut gehen lassen und den Alltag entfliehen. Bei einer schönen Massage oder einem Kosmetiktermin. Ja, und Hintergrundinformationen zur Gründerförderung, das bekommt ihr bei uns in der nächsten Ausgabe des GWG-Magazins. Und die findet ihr wie immer in eurem Briefkasten. Natürlich möchte ich nicht versäumen, euch von unserem gesamten Team eine wunderschöne Osterzeit zu wünschen, einen fleißigen Osterhasen und eine friedvolle Zeit. Ich habe die Vorosterzeit genutzt und bin auf dem Ostermarkt Lübbenau spazieren gewesen und habe mir die Rudelübergabe angeguckt. Wer nicht weiß, was das ist, damit leiten wir hier bei uns im Spreewald die Kahnfährzeit ein. Und als Rudel wird die Stange bezeichnet, mit der wir durch den Spreewald starken. Aber am besten, ihr seht euch das selber an. So, das war's jetzt aber wirklich von mir. Bis bald, eure Lena.